Die vierte Generation des Grand Cherokee ist noch nicht einmal 3 Jahre auf dem Markt, da stellt Jeep schon eine gründlich überarbeitete Variante vor. Neu ist unter anderem ein Diesel für die USA. Selbstzünder gelten in Nordamerika immer noch als exotisch. Dass der Grand Cherokee auch dort einen erhält, ist daher eine Überraschung. In Deutschland werden 2 Versionen eines 3-Liter Diesels sowie ein V6-Benziner und 2 V8 angeboten. Bei allen erfolgt die Kraftübertragung jetzt über eine 8-Gang-Automatik. Zudem sind alle Grand Cherokee-Modelle in Zukunft mit einem Eco-Mode ausgerüstet. Per Knopfdruck werden dabei verschiedene Spritsparmaßnahmen eingeleitet. Zum Beispiel wird bei den V8-Versionen die Zylinderabschaltung aktiviert. Bei Varianten mit Luftfederung wird die Karosserie früher abgesenkt. Der geliftete Grand Cherokee ist vor allem an der neuen Frontpartie zu erkennen. Der Kühlergrill ist nun etwas schmaler, auch die Scheinwerfer sind dünner gezeichnet. Außer der vorderen wurde auch die hintere Schürze modifiziert. Die Rückleuchten fallen größer als bisher aus und arbeiten jetzt immer mit LED-Technik. Im Innenraum wurde ebenso Hand angelegt. So findet in der neu gestalteten Mittelkonsole nun ein 8,4 Zoll Monitor Platz. Zudem wurden einige Schalter und Bedienelemente modernisiert. Der Fahrer greift in ein neues 3-Speichen-Lenkrad, das serienmäßig über Schaltpedals verfügt. Die Preise beginnen bei 45.500 Euro für die Variante mit 190 PS Diesel. Bestellbar ist die neue Version bereits.